Einer. Ja. So, Spaß machen. Gleich, Hans. Muss das sein? Ja. Jawohl. Nochmal dasselbe. Ja, ich komme jetzt schon. Guten Tag. Gute Nacht. Da fehlen noch 2 Zentimeter. Du willst mich wohl bescheißen, was? Na bitte. Mich kann keiner bescheißen, nur mich nicht. Und wer Ellerwein denkt, der kann, dann kann er mich malen. Nicht, Margo? Hör doch endlich auf damit. Ich kann schon nicht mehr hören. So ein Autoverleih kann sich keinen Kraftfahrer leisten, der dauernd betrunken ist. Den Führerschein bist du auch schon los. Was willst du eigentlich? Mein Recht. Ellerwein wird nach mich denken. Versuch's doch mal mit weniger Saufen. Also, ich gehe jetzt. Na komm. Komm, trink doch noch einen mit. Nee. Heinrich, noch ein Bier für Margo. Ich kann ja nicht. Ich muss früh raus. Einer muss ja arbeiten. Ja, ja. Einer muss arbeiten. Vielen Dank. Gute Nacht. Du komm, dann trink du einen mit, Heinrich. Das ganze Team ist der einzige Beschiss. Wenn ich bescheiß, der kommt zunächst. Tja, so ist das nun mal, Hans. Da kannst du nichts machen. Der Ellerwein wird sich noch wundern. Er denkt, ich weiß nichts von ihm. Dass er 2 Bücher führt, der saubere Herr Ellerwein. Eines fürs Finanzamt und das zweite... Guten Abend, Herr Ellerwein. Na, was darf denn sein? 2 Packungen Galaxienfilter und einen starken Kaffee, wenn es geht. Sicher geht das, Herr Ellerwein. Türkisch? Mhm. Guten Abend, Herr Hohmann. Pöbeln Sie bloß nicht an. Wenn Sie eine Erziehungskur machen und trocken bleiben, können Sie wieder bei mir anfangen. Zu gütig. Aber ich habe schon was anderes. Wo man wie ein Mensch behandelt wird. So. Vorsicht, das ist sehr heiß. Danke. Ich muss heute noch nach Gießen. Was? Jetzt noch? Ein Kunde von mir hat einen Unfall gebaut. Angeblich die Bremsen. Wenn ich nicht selber dort bin, jubeln die mir sonst was unter. Und mit Recht. Und mit Recht. Ich will mal was sagen, Herr Ellerwein. Sie mit Ihren krummen Touren. Hören Sie doch einfach gar nicht hin. Lassen Sie ihn doch. Er muss große Reden schwingen, weil er nichts anderes kann. Wie alle Versager. Blödsinn, Hans. Du hast es gesehen, Heinrich, du hast nicht geschlagen. Na, nun mach schon. Danke sehr. Gute Nacht, Herr Ellerwein. Gute Fahrt. Du bist Zeuge, Heinrich. Er hat zuerst geschlagen. Ja, ja, ist ja gut. Komm, ich muss jetzt dicht machen. Deinen Deckel kannst du ja morgen bezahlen. Schreib mir noch eine Flasche auf, Heinrich. Nimm mich mit nach Hause. Wir bleiben die Alten. Nee, Heinrich. Wir halten zusammen. Ja, ja. Hm? Na, sag es, bitte. Was soll ich denn sagen? Dass wir zusammenhalten. Du hast Ellerwein. Ja, das weißt du doch. Ja, sag es, bitte. Ja, ja, wir halten zusammen. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Komm, gute Nacht, Hans. Hans, deine Zigaretten und dein Feuerzeug. Danke. So. Danke, Heinrich. Also. Gute Nacht, komm gut nach Haus. Thank you.
es brennt! Was ist los? Es brennt! Wo drüben brennt? Bei Ella war in die Garage. Was? Du, der ganze Laden steht in Flammen, schon seit einer Viertelstunde. Feuerwehr ist auch da. Das hört man gern. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Schon mal Feuer. Ah, was zu trinken hab. Eine Flasche. Wahrscheinlich hast du sie ausgetrunken. Das war halb voll. Das bildest du dir nur ein. Wie alle Säufer. Du, kannst du einmal an was anderes denken als an Schnaps und mir zuhören? Hans, hast du irgendwas mit der Sache zu tun? Womit? Na, damit. Obi, ich bin's wohl. Ich will's hoffen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass du hinterher nicht mehr weißt, was du gemacht hast mit deiner Sauferei. Sag mal, traust du mir das wirklich zu? Entweder war das ein ganz schlauer oder ein ganz blöder. So sieht's aus. Scheint war das eine Flasche. Sammeln wir uns auch ein. Ich sammle mal ein. Bitte zurück. Na, hätte ich mir ja gleich denken können. Was? Dass du deine Nase überall reinsteckst. Oh, im Moment möchte ich meine Nase höchstens in eine Tasse Kaffee stecken. Mit Milch und Zucker, frischem Brötchen, Schinken, Wurst, Käse. Na, keinen Appetit? Ich frühstücke nämlich so ungern allein. Nein, danke, ich bin im Dienst. Das sieht man dir an. Völlig abgeschlafen. Mal wieder die ganze Nacht auf den kleinen, kurzen Beinchen. Was treibt dich so früh in diese Gegend? Na, frische Brötchen. 35 Stück. Frisch und knusprig. Lass sie sich alle wieder aufwärmen, willst du das? Nebenan ist eine Bäckerei, so eine Art Geheimtipp. Da stehen die Leute schon um 6 Uhr Schlange. Die besten Brötchen in der Gegend, sag's dir. Immer noch der gleiche Witzbold. Der alte Matula. Genau wie damals. Als er mich bei der Polizei rausgeschmissen hat. Ne? Wir haben dich nicht rausgeschmissen. Wir haben nur gezeigt, wo es lang geht. Ich weiß. Warum bist du nicht zurückgekommen? Um mich krumm und dämlich zu arbeiten, so wie du jetzt? Mann, du kriegst die Augen doch kaum noch auf. Halb so schlimm. Aber hier, da hältst du dich raus. Da ist nichts für dich. Da hat's nur ein bisschen gebrannt. Ja, man riecht. Man riecht aber noch was anderes. Was denn? Ist das dein Fall oder mein Fall? Platz. Haben Sie eine Ahnung, wie es zu dem Brand gekommen ist, Herr Ellerbein? Und ein Verdacht?
Vielleicht ein Kurzschluss oder ein durchgeschmortes Kabel? Woher soll ich das wissen? In so einem Laden passieren manchmal Sachen, die gibt's gar nicht. Kurz vor Mitternacht waren Sie noch mal hier? Ja. Wegen Zigaretten? Kommen Sie ruhig rein. Ist gut. Und dann gab es Streit zwischen Ihnen und Herrn Hohmann. Woher wissen Sie das? Der Wirt sagte es mir. Er hatte Streit mit mir. Und warum? Weil ich ihn entlassen musste. Er hat einfach zu viel Durst. Der versorgt noch sein letztes bisschen Verstand. Und wenn er mich in dem Zustand sieht, dann macht er mich für alles Elend dieser Welt verantwortlich. Kennen Sie dieses Feuerzeug? Woher haben Sie das? Ob Sie es kennen? Nee, haben Sie es drüben gefunden? In der Nähe von den Benzinkanistern. Ziemlich leichtsinnig, die da zu lagern. Moment, die waren doch alle fast leer. Sie wollen doch nicht behaupten, dass das die Ursache von dem Brand war. Es war wahrscheinlich Brandstiftung. Ach du meine Güte. Dann kann ich ja warten, bis Weihnachten und Pfingsten auf einen Tag zusammenfallen. Wieso? Haben Sie schon mal eine Versicherung erlebt, die zahlt so lange, was ungeklärt ist? Beeil dich ein bisschen, Hans. Wieso? Was ist denn los? Warum bist du nicht im Büro? Ja, sag mal, tust du nur so? Oder kannst du dich wirklich an nichts mehr erinnern? Hm? An was soll ich mich erinnern? Ella Weins Garage ist abgebrannt. Na, wenn schon. Es gibt Schlimmeres. Wann ist es denn passiert? So gegen eins. Geschieht dem Scheißkerl ganz recht. Das würde ich an deiner Stelle aber nicht laut sagen. Hm? Du hast eine ganze Menge gequatscht heute Nacht, voll wie du warst. Was denn? So allerhand. Du, aber dazu haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen zur Polizei. Hey, hey, wieso? Sag mal, was soll das denn? Wieso denn zur Polizei? Ja? Die wollen wissen, ob du mit der Sache irgendwas zu tun hast. Ich? Ja, du. Du hast doch kein Blödsinn gemacht, oder? Du meinst, ob ich... Mann, das ist doch Quatsch. Ich hatte einen totalen Filmriss. Naja, also beeil dich jetzt. Mann, oh Mann, hab ich einen Kopf. Wie eine Eckkneipe. Siehst du das Feuerzeug? Und die Flasche auch. Frau Hohmann, Sie waren gestern Abend hier. Mit Ihrem Mann? Ja. Und wann sind Sie gegangen? Kurz vor 12. Ohne Ihren Mann? Ja. Mein Mann war ziemlich betrunken und hat eine Menge dummes Zeug geredet. Und wann kam Ihr Mann nach Hause? Ungefähr eine halbe Stunde später. Das glaube ich zumindest. Ich habe schon geschlafen. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist Ihr Mann nicht gerade ein Freund von Herrn Ellerwein. Das wäre aber noch kein Grund. Ich meine, er schimpft zwar manchmal auf Herrn Ellerwein, aber... Weil er ihn gefeuert hat. Ja. Aber wenn er was getrunken hat, dann schimpft er immer auf Gott und die Welt. Und neuerdings eben auch auf Herrn Ellerwein. Haben Sie mit Ihrem Mann schon über den Brand gesprochen? Nur ganz kurz. Wie hat er reagiert?
hat offenbar überhaupt nichts mitgekriegt. So fest hat er geschlafen? Ja. Er war völlig... Und Sie? Ich... Wissen Sie, mein Mann schläft immer im Wohnzimmer, wenn er wieder mal zu viel hatte. Verstehe. Ja, das wär's für heute, Frau Roman. Sie können gehen. Ich hoffe, hier sind alle so hilfsbereit wie Sie. Herr Roman, bitte. Nun reg dich nicht auf. Das wird sich schon alles klären. Willst du auch einen? Nee. Oder doch? Sie haben sich noch eine Flasche Klaren mitgenommen, Herr Hohmann? Ja. Obwohl ich kaum noch stehen konnte. Glatter Wahnsinn. Aber... Und wo ist die Flasche jetzt? Zu Hause. Danke. Neu? Nee, das habe ich schon ein paar Jahre. Wieso? Ah, nichts. Sie können sich also an nichts, absolut nichts erinnern. Nein, Herr Binder. Wissen Sie, wenn das alles so zusammenkommt, die frische Luft, der Alkohol, Müdigkeit, Frust. Ist das wie ein Filmriss. Alles weg. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Ja, schon ein paar Mal. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich meine, die kann es Ihnen bestätigen. Sie sind sich doch im Klaren, was das bedeutet. Ja, Sie können ja nicht mal wissen, dass Sie es nicht waren. So kann man es natürlich auch sehen. Wenn Sie so wollen... Ich will gar nichts. Sie dürfen sich allerdings nicht wundern, wenn man aus den Fakten, die wir besitzen, gewisse Schlüsse zieht. Was denn für Schlüsse? Was für Fakten? Ihr Alkoholkonsum. Ihre Blackouts. Ihre freundschaftlichen Gefühle für Herrn Ellerwein. Und dann sind Sie ja auch noch als Letzter von hier weggegangen. Hier ist Ihr Nummer. Ist uns aber noch... Ja. Warum haben Sie mir nicht mitgeteilt, dass Herr Hohmann eine Flasche Schnaps mitgenommen hat? Sie haben mich nicht danach gefragt. Na, hoffentlich hat er nichts gemerkt. Wieso? Was soll er denn gemerkt haben? Dass dein Feuerzeug und die Schnapsflasche verschwunden waren heute Nacht. Na und? Na und? Heute früh war beides wieder da. Wie meinst du denn, dass das da hingekommen ist? Du? Ja, wo sind denn meine gewesen? Ja, das musst du wissen. Herr Matula? Ja, was geht's? Mein Name ist Ellerwein. Ich möchte Sie gerne um einen Rat bitten. Kommen Sie rein. Aber ich habe nicht viel Zeit. Sie nehmen doch auch Aufträge an. Ja, hin und wieder. Also mir gehört die Autovermietung unten am Hafen, die vor kurzem abgebrannt ist. Ach, Sie sind das? Sie wissen Bescheid? Ich kam zufällig vorbei, am Morgen nach dem Brand. Kommissar Bender leitet die Untersuchung, ne? Sie kennen ihn?
tüchtiger Beamter. Rechtschaffen und wachsam. Bender meint, es war Brandstiftung. Ich verstehe. Und da will die Versicherung nicht zahlen, ne? Und die Polizei reißt sich auch kein Bein aus. Die hat im Moment andere Sorgen. Warum glauben Sie, ich sei schneller als die Polizei? Naja, Sie sind kein Beamter. Und dann zahle ich gut. Das höre ich gern. Wenn es um Geld geht, bin ich immer dabei. Sie machen es also? Na klar, ich lebe davon. Dann ist es gut. Und wenn Sie noch Fragen haben, ja. Mein Büro ist zum Glück nicht abgebrannt. Auf Wiedersehen, Herr Ellerwein. Auf Wiedersehen, hoffentlich bald wieder voll. Na, Superman, schon was gefunden? Bei Ihnen geht man ja ziemlich leichtsinnig mit, wenn Sie ihn um. Was sagt eigentlich die Versicherung dazu? Arbeiten Sie für mich oder für die Versicherung? Außerdem war das Heizöl. Ich brauche noch ein paar Informationen. Namen, Adressen, Fotos eventuell. Fotos habe ich leider keine, aber das andere können Sie gerne kriegen. Auch von denen, die früher bei Ihnen gearbeitet haben? Oh, gern. Wozu brauchen Sie denn die Unterlagen? Na, wenn es eine Brandstiftung war, wird sich der Täter ja wohl ausgekannt haben. Oder nicht? Anzunehmen. Aber danach hat die Polizei auch schon gefragt. Ja, ich koche auch nur mit Wasser. Ich bin leider nicht der Superman. Und die Kunden? Ich kenne den Laden doch auch. Um seinen bestimmten Verdacht? Nicht direkt. Ich meine jemanden, dem Sie natürlich nur aus Versehen ein paar tausend Kilometer zu viel aufgeschrieben haben. Das gibt's bei mir nicht. Hm. Hier sind die Namen und Adressen meiner Mitarbeiter. Moment, ich habe noch was gesehen. Fotos vom letzten Betriebsfest. Die Damen, das sind die Frauen und Freundinnen meiner Mitarbeiter. Der hier, das ist ein gewisser Hohmann, der so glasig guckte. Für den interessiert sich die Polizei offensichtlich am meisten. Woher wissen Sie das? Von Kommissar Bender. Können Sie mir seine Adresse geben? Von Hohmann? Aha. Selbstverständlich. Aber ich warne Sie, der Mann ist gefährlich und fast immer besoffen. Am besten Sie fragen drüben in der Hafentränke. Da sitzt er fast jeden Tag. Kann ich das sagen? Ja. Gefährlich? Keine Spur. Er krakeelt hier mal hin und wieder rum. Aber sonst ist er ein ganz netter Kerl. Da ist die Polizei aber anderer Meinung. Die Polizei? Was weiß die schon? Prost. Danke. Gleich am nächsten Morgen haben die mich ausgequetscht wie eine Zitrone. Alles Mögliche haben sie mich gefragt. Vor allem nach dem Feuerzeug. Nach welchem Feuerzeug? Na, nach dem vom Hohmann. Genauso eins haben sie am Brandort gefunden. Völlig verschmort. Und eine zerplatzte Schnapsflasche. Das Zeug hat er nur einer ins Feuer werfen müssen. Und schon sitzt der arme Hund. Wer? Na, der Hohmann.
Das weiß doch jeder, dass der mal ab und zu eine Schnapsflasche von hier mit nach Hause nimmt. Und dass er so ein altmodisches Feuerzeug hat. Prost. Noch ein Bier. Kommt. Ja, zum Glück hat der Hohmann sein Feuerzeug bei sich gehabt, als ihn die Polizei verhört hat. Mann, hab ich gelacht, als die ihn aufs Kreuz legen wollten. Ich hab da nämlich an der Tür gestanden, hab alles mit angehört. Die Hohmann sind hier erst nach 10 zum Verhör gekommen. Ach, so spät? Mhm. So, er hat offenbar noch geschlafen. Und sie war in der Stadt. In der Stadt? Was hat sie denn da gemacht? Was weiß ich. Prost. Besorgung oder so. Fragen Sie doch selbst. Auch eine? Danke. Zeig doch mal her. Ja, das Feuerzeug. Genau so ein Feuerzeug war es. Genau so eins. Das passt zu mir. Ja, ich bin auch altmodisch. Hm. Schönen Dank. Irgendwie kommen die mir schon bekannt vor. Aber warte Sie mal. Das ist doch die, die neulich in aller Herrgottsfrühe ankam. Ich hatte gerade den Laden hochgedreht. Können Sie sich genau einsehen, wann das war? Hundertprozentig. Das war genau vor einer Woche. Hat sie außer dem Feuerzeug noch was anderes gekauft? Ja, eine Flasche Schnaps. Langte sie eine bestimmte Marke? Die Schnapssorte war ihr klar. Und das Feuerzeug hat sich ausgesucht. Ja. Besonders intelligent ist die ja nicht gewesen. Oder? Weiß Gott, sonst wäre sie mit dem Bus zur Haltestelle weitergefahren. Aber in der großen Warenhäuser, da weiß am anderen Tag sowieso keiner mehr, wer was bei wem gekauft hat. Du bist dran. Aber tu mir ausnahmsweise den Gefallen und treff die Kugel und nicht den Tisch. Er ist grün und grün ist die Farbe der Hoffnung. Also meine Farbe. Wusstest du das nicht? Na, was sagst du jetzt? Schlechte Laune heute, hm? Wenn du meinst. Ich habe heute einen Fall aufgeklärt. Wie schön für dich. Du löst Fälle, ohne mit mir darüber zu sprechen. Das ist eine ganz neue Masche von dir. Ich richte mich nur nach deinen Ratschlägen. Neulich hast du mir empfohlen, mich selbst um neue Klienten zu kümmern. Deine Kanzlei sei kein Vermittlungsbüro für stellungslose Detektive. Das muss entweder sehr früh am Morgen oder spät in der Nacht gewesen sein. Worum handelt es sich denn? Um eine Brandstiftung. Etwa um den Fall Ellerbein? Sowas spricht sich rum. Wer war's denn? Natürlich der frühere Kraftfahrer von Ellerbein. Seine Frau hat versucht, ihn zu decken. Sie hat ihm am Morgen nach der Tat ein neues Feuerzeug gekauft. Damit war er gegenüber der Polizei erstmal aus dem Schneider. Das überrascht mich nicht. Und weiter? Ich kann diesen Ellerbein nicht ausstehen. 40 Jahre kriminell und nicht vorbestraft. So ein Typ ist das. Weiß er es schon? Nee, noch nicht. Aber die Kripo auch nicht. Sowieso kein Ruhmesblatt für die. Du musst es aber melden. Dazu bist du gesetzlich verpflichtet. Im Übrigen kann ich mir meine Klienten auch nicht nach meinem Gusto aussuchen. Aber nach ihrem Einkommen. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du die beiden Hohmanns verteidigst, bin ich bereit, sie ans Messer zu liefern. Einverstanden? Das musst du sowieso. Deine Branche ist bei der Polizei ohnehin im Verschiss. Da kannst du dir nicht die geringste Gesetzwidrigkeit leisten. Im Übrigen stehen mir deine Anspielungen inzwischen bis hierher. Du weißt genau, dass ich auch arme Teufel verteidige. Nur kann ich denen meine Dienste nicht unentwegt aufdrängen. Aber ich kann es. Ja, 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 du. Du kannst alles. Aber ich habe es satt, mir dauernd einreden zu lassen, ich hätte meine anständig in den Taschen meiner Klienten. Wer sich in meinen Taschen unentwegt zu schaffen macht, ist das Finanzamt. Aber da wird nicht blinde Kuh gespielt, sondern Räuber schon da. So, jetzt bist du dran. Thank you.
Ja, Herr Ellerwein? Ich bin's, Matula. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Frau Hohmann, bei der Gegenüberstellung in der Spirituosenhandlung Bremer hat sich eindeutig ergeben, dass Sie dort am 25. Januar morgens, kurz nach Ladenöffnung, eine Flasche Schnaps und ein Feuerzeug gekauft haben. Stimmt das? Ja. Ja, und was haben Sie dazu zu sagen? Mein Mann konnte das Feuerzeug nicht finden. Also meine, sein Feuerzeug. Und die Flasche Schnaps auch nicht. Und als dann der Brand bei Ellerwein ausbrach, da dachte ich, dass Ihr Mann etwas damit zu tun haben könnte. Ja. Sie kennen ihn ja nicht, wenn er betrunken ist. Da macht er manchmal Sachen, die versteht er hinterher selbst nicht mehr. Einmal, da hat er mitten in der Nacht in der Küche 5 Pfund Kartoffeln geschält und in Scheibchen geschnitten. Hinterher wusste er nichts mehr davon. Es tut mir leid, Frau Hohmann. Ob ihm das bei Gericht was helfen wird? Ich bin kein Richter, aber man wird es sicherlich in Betracht ziehen. Sie haben uns sehr geholfen, Frau Hohmann. Was Sie da gemacht haben, um Ihren Mann zu decken, das ist zwar sogenannte Strafvereitelung, aber es ist straffrei, wenn Sie es für einen Angehörigen tun. Lesen Sie sich das bitte genau durch. Und mein Mann? Alles so leid. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass der Angeklagte alles getan hat, was in seiner Macht stand, um die Vorfälle in der Nacht zum 25. Januar aufklären zu helfen, obwohl er sich selbst dabei schwer belastet hat. Ich glaube, nach dem, was wir hier von den medizinischen und psychiatrischen Sachverständigen gehört haben, kann kein Zweifel bestehen, dass Hans Hohmann schwer krank ist. Das psychiatrische Gutachten hat überzeugend dargelegt, wie hilflos ein Mensch sein kann, wenn er an Alkoholismus leidet. Auch wenn er immer wieder dagegen ankämpft. Das medizinische Gutachten und die Werte der Blutprobe lassen keinen anderen Schluss zu, als dass der Angeklagte zur Tatzeit in seiner Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, erheblich eingeschränkt war. Somit müsste ihm der Schutz des § 21 StGB zugebilligt werden. Außerdem bin ich im Gegensatz zur Auffassung des Herrn Staatsanwaltes, wie ich schon ausführlich dargelegt habe, der Meinung, dass es sich höchstens um fahrlässige Brandstiftung im Sinne der Paragraphen 309 und 306 StGB handeln kann, womit sich das von der Anklage geforderte Strafmaß als unvertretbar erweisen dürfte. Und schließlich bitte ich das Gericht darum, nicht nur an die gerechte Strafe zu denken, sondern auch an die Heilung. Indem es die Einweisung des Angeklagten in eine Entziehungsanstalt verfügt, bevor er die Strafe antritt. Ich glaube, Hohes Gericht, dass so dem Bedürfnis des Rechtsstaates nach Sühne Genüge getan wird, ohne damit einen bedrohten und gefährdeten Menschen endgültig zum Scheitern zu verurteilen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Herr Hohmann, haben Sie noch etwas dazu zu sagen? Ja, Herr Richter. Ich will sagen, dass ich sehr viel gelernt habe aus dieser ganzen Geschichte. Vor allem, dass ich die Schuld für mein Versagen zuerst bei mir suchen muss. Nicht bei den anderen und auch nicht beim Alkohol.
Es tut mir leid, dass so viel Schaden entstanden ist, bevor ich das eingesehen habe. Und ich bereue, was passiert ist. Ich bitte Sie... Nein, das alles. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Hans Hohmann ist schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Brandstiftung und wird hierwegen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wird angeordnet. Und? Es geht ihm soweit ganz gut. Nur, dass er keinen Alkohol mehr bekommt. Am Schluss hat er sich sogar noch bedankt. Wofür? Dass wir ihn ans Messer geliefert haben? Hast du wenigstens Revision eingereicht? Er hat schon genug Sorgen mit dem Schadenersatz. Eine Revision würde nur noch mehr Geld kosten. Das hätte ich auch aus meiner Tasche bezahlt. Von Ellerweins Honorar. Sie wäre dabei auch nicht rausgekommen. Höchstens eine kleine Herabsetzung des Strafmaßes. Ist das vielleicht nichts? Ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt wie jetzt. Als hätte ich meine eigene Mutter verkauft. Wie ein Judas komme ich mir jetzt vor. Und du hast mir das alles eingebrockt. Ich habe dir nur empfohlen, dich an die Gesetze zu halten. Und was ist dabei herausgekommen? Wenn es dir nicht passt, kannst du dich an einen neuen Brötchengeber umsehen. Einen, der zu allem Jahr und Abend sagt. Dann wirst du schon sehen, wo das hinführt. Dann paukt dich keiner mehr raus, wenn du mal wieder an der Klemme sitzt. Also was ist? Steigst du nun ein oder nicht? Brennt sein nun schon wieder. Unter den Nägeln. Ich schulde Ihnen noch Ihr Honorar. Was bekommen Sie denn? Hat die Versicherung inzwischen bezahlt? Nur noch eine Formsache, bis das Urteil rechtskräftig ist. Ich möchte bloß wissen, wie die sich am armen Hohmann schadlos halten wollen. Wahrscheinlich mit Ratenzahlung. Aus dem Knast. Was haben Sie denn so gedacht? Nur mit allem drum und dran sagen wir 1000 Mark. Ich habe nämlich heute meinen Skatabend. Besuchen Sie mich doch mal. Ich habe jetzt einen nagelneuen Laden. Bessere Gegend, besseres Personal, bessere Kundschaft. Alles eine Klasse besser. Und wenn Sie mal einen Wagen brauchen, ich mache Ihnen einen Sonderpreis. Ich schätze gute Arbeit. Ellerwein. Schicken Sie mir bei Gelegenheit mal die Quittung. Danke. Herr Ellerwein, Sie haben zu viel aufgeschrieben. Macht nichts, es ist für den guten Service und ein kleines Trinkgeld, wenn Sie so wollen. Aber ich kann doch... Gern geschehen. Hier, Marco. Dr. Renz. Gang vor. Darf ich Sie einen Moment stören? Ja, aber bitte, Herr Kollege. Man sieht sich ohnehin so selten. Ja, Berufskrankheit. Ich habe schon versucht, Sie im Büro zu erreichen. Sie haben doch neulich diesen Brandstifter verteidigt. Ja, und? Die Frau Ihres Mandanten war vorgestern bei mir. Sie will sich scheiden lassen. Frau Hohmann? Ja. Sie sagt, sie wäre am Ende. Die Brandstiftung und der Prozess hätten das Fass zum Überlaufen gebracht. Das ist allerdings seltsam. Warum ist sie da nicht zu mir gekommen? Sie meint, es wäre ihr peinlich. Sie hätten ihr schon mal die Gebühren gestundet und auch, weil sie ihren Mann vertreten. Offen gestanden, ich glaube, dahinter steckt noch was anderes. Ein Mann? Ja, sie bestreitet es zwar, aber merkwürdig ist die Sache trotzdem. Deshalb habe ich sie angesprochen. Ich bin Ihnen für diese Information sehr dankbar, lieber Kollege. Sie haben mir damit einen großen Dienst erwiesen.
Ja, das stimmt aber nicht. Was ist los mit Ihnen? Was haben Sie denn? Krank, oder wie? Ja, hier ist Möllers. Block 4C. Wir brauchen sofort einen Arzt. Und zwei Pfleger. Ja, ja, das ist was passiert. Wahrscheinlich ein Selbstmordversuch. Warum haben Sie das gemacht, Herr Hohmann? Dafür wirft man doch nicht einfach sein Leben weg. Es musste noch einen anderen Ausweg geben. Ich habe keinen gesehen. Steckt da vielleicht ein anderer Mann dahinter? Glaube ich nicht. Wenn sie keinen anderen hat, ist das sicher, auch mit ihr zu reden? Nein. Deshalb habe ich es ja getan. Wenn ein anderer wäre, dann müsste ich mich damit abfinden. Und das kommt ja oft genug vor. Aber wenn es nur mit mir zu tun hat, wenn sie mich einfach nicht mehr will. Ich werde auf jeden Fall mit Ihrer Frau sprechen. Sagen Sie aber nichts davon. Ich will nicht, dass sie aus Mitleid bei mir bleibt. Wenn ich mir vorstelle, wie sehr sich Ihre Frau für Sie eingesetzt hat, das leuchtet mir einfach nicht ein. Mir schon. Ich habe schon lange kommen sehen, dass ihr eines Tages mal zu viel sein wird. Wissen Sie, im Grunde habe ich nie ganz geglaubt, dass ich es gewesen bin. Aber ich hätte sein können. Wissen Sie, verstehen Sie, was ich meine? Ich hab gedacht, hier im Gefängnis kannst du dein Leben ändern. Kannst du nochmal neu anfangen. Draußen hätte ich es sowieso nicht geschafft. Aber wenn sie jetzt, wenn sie sich scheiden lassen will, dann hat das alles gar keinen Sinn mehr. Ich habe immer geahnt, dass der Hansi mal was Verrücktes macht. Irgendeine Riesendummheit. Und er hat mich gefragt, wie lange die Margot das noch mitmacht. Na, deswegen lassen die beiden sich ja jetzt scheiden. Wer? Na, die Margot Hohmann und ihr Mann. Ist das Ihr Ernst? Mein Völliger, wussten Sie das nicht? Na, da wird der Ellerwein sich ja freuen. Muss. Was hat denn der damit zu tun? Na, ich dachte, Sie wüssten das. Was weiß ich? Dass die Frau Hohmann mal bei ihm gearbeitet hat. Keine Ahnung. Und was weiter? Offenbar haben Sie der Polizei eine ganze Menge verschwiegen. Wissen Sie, dass das strafbar ist? Ja, die sind dann öfter mal hier reingekommen. Und wie die sich aufgeführt haben. Und wie der sie angesehen hat, da hätte man fast denken können. Meinen können, dass die was miteinander zu tun haben. Beschwören kann ich das nicht. Ich bin ja schließlich nicht dabei gewesen. Und Sie wissen ja, der Ellerwein steht auf die Weiber. Wenn der nur eine von Weitem sieht, dann lässt er sowieso alles. Wollen Sie schon gehen? Zahlen bitte. Jetzt, wo es so gemütlich ist, ich gebe noch einen aus. Ich hab's eilig. Ja, 9,40 Mark. Stimmt so. Danke. Herr Hohmann wartet nämlich langsam auf eine gute Nachricht. Ich bekomme doch einen Autogramm von Ihnen, Herr Martula. Ich dachte, ich krieg den Wagen gratis. Kriegen Sie auch, nur damit Sie uns nicht durchbringen. Der vordere Orient ist mir im Moment zu heiß. Erich sucht gerade den schönsten Schlitten für Sie raus. Wer ist Erich? Herr Ellerwein. Ach, Sie sind hier zu Hause? Noch nicht ganz. Wir sind nur verlobt. Eigentlich schade. Wieso? So jung und schon unter der Haube. Immer zu Ihren Diensten, Supermann. Danke, 007. Für Sie immer das Beste. Na, wenn das so ist, wird dann die Dame gleich mitgeliefert? Das ist eine Preisfrage. Die gibt's nicht gratis. Nur für einen hohen Aufpreis.
Eingeschnappt? Du weißt doch, dass ich das nicht mag. Was hast du denn? Das war doch nur ein Scherz. Sei doch nicht so empfindlich. Kann sie ihm das zutrauen? Ich weiß nicht. Vielleicht schon. Nun, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Keineswegs. Sie haben sich entschieden verbessert. Ja. In jeder Hinsicht. Warum haben Sie mir eigentlich so lange verschwiegen, dass Frau Hohmann bei Ihnen gearbeitet hat? Ich habe nicht gedacht, dass das so wichtig ist. Haben Sie sich mal für Sie interessiert? Ich meine als Frau. Wie kommen Sie darauf? Hat sie Ihnen das erzählt? Nein, ich hab's von einem guten Freund. Da haben Sie sich aber einen schönen Bären noch bitten lassen. Es tut mir leid, dass wir uns etwas verspätet haben. Den Herrn Matula kennen Sie ja schon. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gekommen sind. Ich soll Sie von Ihrem Mann grüßen. Danke. Wie geht es ihm? Nicht besonders gut. Sie wollen sich also trotzdem scheiden lassen, obwohl Ihr Mann einen Selbstmordversuch unternommen hat? Ja. Offen gestanden, ich verstehe das nicht ganz. Was wissen Sie denn von unserer Ehe? Was sich da in den letzten Jahren abgespielt hat? Was ich durchgemacht habe? Die ständige Trinkerei, die Entbehrungen, die Demütigungen. Da bleibt am Ende nicht mehr allzu viel übrig. Es geht hier aber nicht nur um Sie, Frau Hohmann. Es geht auch um Ihren Mann. Diese Scheidung wirft kein gutes Licht auf ihn. Vor allem, da wir alle Aussicht haben, ein Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten. So? Aber das ändert für mich nichts an der Situation. Da wäre ich nicht so sicher. Schließlich werden wir nicht zulassen, dass Sie Ihrem Mann auch noch die letzte Chance kaputt machen. Das will ich auch gar nicht. Trotzdem lasse ich mich scheiden. Wie Sie wollen. Wenn Ihnen so viel daran liegt, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie gut Sie Herrn Ellerwein kennen und warum Sie uns das so lange verschwiegen haben. Ich habe überhaupt nichts verschwiegen. Ich bin nur... Nur gespannt auf das Gesicht von Herrn Ellerwein, wenn die ganze Sache publik wird. Und auf das seiner neuen Verlobten, Wilma Schöninger. Was? Sie kennen Fräulein Schöninger nicht? Jung, hübsch, sportlich, elegant, sexy. Alles, was sich ein Mann von Welt nur wünschen kann. Ich habe keine Lust, mir das länger anzuhören. Ich bin nicht hergekommen, um mich von Ihnen verhören und beleidigen zu lassen. Hoffentlich sehen wir uns so bald nicht wieder. Oh Mann, bin ich blöd. Dass ich das erst jetzt gemerkt habe. Jetzt wird mir auch einiges klar. Der Ellerwein kommt zu mir, rein zufällig natürlich, und spielt mir die Fotos der Frau Hohmann in die Hände. Schon kurz nach dem Brand kauft ihr ein neues Feuerzeug, um angeblich ihren Mann zu retten. Sie benimmt sich dabei so auffällig, dass die Kripo es bestimmt merken muss. Am Schluss kann der arme Hohmann nur Ja und Amen sagen, weil er sich an nichts mehr erinnern kann. Wie findest du das? Einleuchtend, aber nicht sehr überzeugend. Du weißt doch, ich muss trinken. Sonst nimmt mir die Polizei noch den Führerschein ab. Und das möchtest du doch nicht, oder? Okay, dann sage bitte pünktlich, dass wir nicht wieder zu spät kommen. Hast du dich geduscht und bespräht und in kostbare Schale geworfen hast, bin ich bestimmt da.
7, 12, 36. Guten Abend, Ronny. Bist du wahnsinnig geworden, einfach hierher zu kommen? Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Aber ich habe dir doch gesagt, wir müssen vernünftig sein. Nur noch ein paar Wochen. Wir sind da eben weggefahren. In dem Alpha. Wer? Ach so. Eine Kundin? Mhm. Nicht vielleicht eine neue Verlobte. Wie kommst du denn darauf? Der Matula hat mir es erzählt. Dieser Giftzweig. Der macht sich doch nur wichtig und spielt einen Superman. Der weiß aber ziemlich viel. Vielleicht schon alles. Was kann der schon wissen? Erich, willst du mich für dumm verkaufen? Niemand verkauft dich für dumm, Liebes. Lass dich doch nicht verrückt machen, Margot. Die Sache ist absolut wasserdicht, wenn wir cool bleiben und nicht die Nerven verlieren. Ich hab's doch gewusst, du stinkst ja noch nach deiner Schlampe. Treibst du es hier im Büro mit ihr, hä? Treibst du es hier im Büro? Au! Jetzt Schluss, du. Jetzt erzähle ich alles. Was willst du denn erzählen? Was willst du denn? Was willst du erzählen, du hysterische Kuh, du? Au! Alles erzähle ich, du, alles. Dass ich das Feuerzeug und die Schnapsflasche Hans weggenommen habe und ins Feuer geschmissen hab, damit du die Versicherung kassieren kannst. Du Dreckschwein! Ich hab's wegen dir verlassen! Ah! Ah! Halt's Maul doch! Das Märchen glaubt ihr sowieso kein Mensch! Vielleicht glaubt ihr doch jemand. Lassen Sie die Frau los! Was wollen Sie schon wieder? Ich wollte nur Ihren Leihwagen zurückbringen. Glauben Sie ja kein Wort. Fahren Sie bloß nicht auf Sie rein. Sie ist und bleibt eine Niete wie Ihr Mann. Ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich war in Gießen. Und für dich habe ich Hans ins Gefängnis gebracht. Es ist ja alles so egal. Aber du bezahlst. Verlass dich drauf. Das bezahlst du. Haben Sie denn das alles mitgemacht, Frau Hohmann? Weil ich endlich auch mal anders leben wollte. Wie wir alle. Na, Superman, zufrieden? Keine Unterhaltung, bitte. Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie jetzt machen wollen? Was soll ich schon machen? Arbeit suchen? Warten, bis meine Frau wieder rauskommt. Der Strafsaal gegen Erich Ellerbein und Margot Hohmann bitte eintreten. Machen Sie bloß keine Dummheiten. Hab ich schon mal was anderes gemacht?